Occupy. Ich meine, ich habe mich gewundert 2008, dass die Leute nicht auf die Straße gegangen sind. Weil ich finde es eine Unverschämtheit, dass den Banken Milliarden, wenn nicht Billionen, gegeben. Und wegen ihren Spekulationsgeschäften, also die haben falsch gewettet. Die könnten, also es wäre möglich, dass die Leute, die ihr Geld mit ihrem Geld falsch spekuliert haben, dass sie zur Kasse gebeten werden, dass sie ihr Geld verlieren. Stattdessen sollen die Steuerzahler dafür aufkommen. Und das ohne Auflagen, mehr oder weniger ohne Auflagen. Und das wiederholt sich jetzt wieder. Und jetzt ist die Situation viel, viel schlimmer. Und ich meine, ich finde, endlich mal müssen Leute auf die Straße gehen. Also meine Forderungen. Erstmal würde ich sagen, also das Mindeste wäre, die Spekulationsgeschäfte zu unterbinden. Ich bin allerdings verzweifelt, weil ich meine, dass die Menschen, die Entscheidungsträger sozusagen, sie haben sich von den Menschen, auch vom demokratischen Prozess eigentlich abgekoppelt, schon seit Jahren. Also es ist fraglich, ob wir jemals richtig eine Demokratie hatten, aber die Menschen haben in der Vergangenheit viel mehr Einfluss auf die Richtung der Gesellschaft gehabt, was heutzutage. Ich weiß es nicht, ich sehe sehr, sehr schwarz für die Zukunft. Ich glaube, es kommt eine große Katastrophe. In welcher Art, weiß ich nicht genau. Ja, aber ich hoffe, vielleicht kann die Occupy-Bewegung das vermeiden oder helfen, das abzufedern. Occupy.